Hi, willkommen zum nächsten DaVinci Resolve Tutorial, das ich ja gemeinsam mit dem Jonah Plank mache. In diesem Video geht es um das Thema Arbeiten mit Logprofilen in DaVinci Resolve bzw. Basic Color Correction. Sprich, wie sorge ich dafür, dass das Footage schöner aussieht, dass der Weißabgleich passt, dass die Kontraste passen und so weiter. All das erfahrt ihr eben in diesem Video. Los geht's. Bevor es losgeht, zwei Sachen. Die erste Sache ist, ich bin hier aus organisatorischen Gründen heute mal wieder zu Hause und nicht im Studio, weil ich morgen ganz früh auch weg muss. Ich hoffe, der Ton passt soweit. Beim nächsten Mal wird es dann auch wieder besser. Die zweite Sache ist, ich weise noch mal kurz darauf hin, dass es von DVD Lernkurs ein sehr ausführliches Resolve-Schnitt-Tutorial gibt, beziehungsweise nicht Tutorial, sondern einen ausführlichen Lernkurs über fast 10 Stunden hinweg. Falls ihr also Resolve als euer Hauptschnittprogramm nutzen möchtet, kann ich euch das sehr empfehlen. Ihr findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Das sind Affiliate-Links, damit könnt ihr eben Jonah und mich supporten. Jetzt würde ich aber sagen, viel Spaß mit diesem Video und es geht los. So, ich bin jetzt hier in Resolve und ich würde sagen, es geht los. Ich habe jetzt hier eben einen RAW-Clip von einer Filmproduktion von mir, das ist eben mit dem Cinema RAW Light-Format aufgenommen, im C-Log3 bzw. im C-Log-Format. Und hier in Resolve wird das eben als C-Log3 interpretiert und geöffnet. Das Ganze ist jetzt also ein Log-Format, das heißt, wir haben ein sehr flaches Bild, was natürlich nicht schön aussieht, so kann es natürlich nicht bleiben. Vorteil ist aber natürlich, dass wir hier schöne Highlights haben, wir haben Informationen in den Schatten und so weiter und haben sehr viel Spielraum eben jetzt bei der Color Correction. Um aus diesem Log-Format jetzt ein schönes Bild zu erzeugen, gibt es mehrere Methoden. Ich zeige euch mal die erste, die ich aber nicht unbedingt immer empfehlen würde, weil die nicht ganz so perfekt funktioniert. Ich zeige euch trotzdem mal, weil man damit auch so ein paar Sachen lernen kann. Ihr müsst wissen, die ganzen Tools in Resolve, also diese ganzen Farbtools, sind nicht unbedingt dafür gemacht, mit Log-Profilen zu funktionieren. Ich zeige euch das ganz einfach mal in diesem Beispiel mit dem Color Picker. Das hatte ich in dem vorangegangenen Tutorial schon mal erwähnt, dass eben der Color Picker bei Log-Formaten nicht gut funktioniert. Das liegt einfach daran, dass die Farbunterschiede zwischen diesen verschiedenen Farben eben nicht groß genug sind und deshalb kann man Farben nicht so gut separieren. Kleines Beispiel hier, wenn ich jetzt auf die Skin Tones klicke und die Skin Tones separieren möchte, sieht das Ganze so aus. Das heißt, der komplette Hintergrund wird auch noch mit separiert und so kann man natürlich nicht sehr gut arbeiten. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass die Farbunterschiede wesentlich größer werden, um mit diesem Color Picker besser zu arbeiten. Und eine Methode, daraus jetzt ein kontrastreiches Bild zu erzeugen, ist jetzt hier mit den Primary Wheels zu arbeiten. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht im Lock-Modus seid, weil der noch so ein bisschen anders funktioniert. Also ganz wichtig, dass ihr hier eben auf die Primary Wheels geht. Links haben wir dann die Schatten, das heißt, wenn ich die jetzt runterziehe, werden die Schatten eben dunkler. Man sieht auch direkt hier rechts in den Waveforms, was passiert. Wenn ich jetzt mit dem Gain nach oben gehe, werden die Highlights höher. Hier fangen jetzt die Highlights auch langsam an zu klippen, beziehungsweise die sind schon geklippt. So viel Dynamikumfang hat die Kamera dann auch nicht. Und jetzt gehe ich ungefähr so hin, dass die Highlights ganz gut aussehen. Gehe dann wieder zurück mit den Schatten und erhöhe so den Kontrast Stück für Stück. Ihr seht, das ist immer so ein Hin und Her bei diesen Primary Wheels, deshalb arbeite ich damit nicht ganz so gerne, aber es funktioniert eben. Auf die nächste Layer bzw. auf die nächste Node, da erhöhe ich dann die Sättigung so ein bisschen. Das kann man entweder hier mit diesem Sättigungstool machen oder auf der zweiten Seite hier unten mit dem Color Boost. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie in Lightroom, die Sättigung und die Lebendigkeit bzw. die Dynamik. Das ist halt eben hier dieser Color Boost. Ich arbeite meistens einfach mit der Sättigung. Was ich jetzt auf die erste Folie mache, man sieht, so sieht das Ganze unbearbeitet aus. Auf der ersten Folie mache ich dann einen Weißabgleich. Das könnt ihr entweder auch mit dem Gamma Wheel hier machen. Das ist für die Midtones, ist dieser zuständig. Das heißt, in dem Fall ist der Weißabgleich offensichtlich ein bisschen zu gelb geraten. Den ziehe ich jetzt ein bisschen ins Kühle. Und ihr seht direkt, was passiert. Das Bild wird schön ausgeglichen. Das kann man auch hier ganz schön sehen in diesen Scopes. Wenn ich das mal wieder rückgängig mache, seht ihr, dass dieser Blaukanal ein bisschen zu wenig vorhanden ist und ihr wisst, was passiert, wenn zu wenig Blau im Bild ist. Es wird gelb. Deshalb fügen wir jetzt einfach hier wieder ein bisschen Blau zu und man sieht direkt, was passiert. Wenn ihr jetzt hier nach unten auf den Monitor guckt, das Bild wird ausgeglichener und neutraler. Das ist jetzt eine Methode, den Weißabgleich zu ändern. Ich mache das mal wieder rückgängig. Ihr könnt das Ganze auch hier unten mit dem Weißabgleich-Picker, der ist hier unten links so ein bisschen versteckt, auswählen, da drücke ich drauf und dann solltet ihr jetzt eine neutrale weiße oder graue Fläche anklicken, im Idealfall natürlich eine Graukarte. Da klicke ich drauf und der Weißabgleich ist perfekt eingestellt, gefällt mir natürlich noch besser als mit diesem Color Wheel. Falls ihr eine RAW-Kamera habt, zum Beispiel Red oder jetzt auch mit der C200 seit neuestem, könnt ihr auch direkt hier ganz links in dem Feld die Color Temperature einstellen. Das funktioniert aber wie gesagt nur bei RAW-Formaten. Falls euch das mit diesen Notes ein bisschen zu unübersichtlich ist, könnt ihr diese Notes übrigens auch beschriften. Dazu geht ihr einfach hier Rechtsklick und macht dann Note Label. Dann könnt ihr zum Beispiel hier Kontrast hinschreiben, je nachdem, was ihr eben eingestellt habt. In dem Fall Saturation oder Sättigung und in dem
ersten Feld weiß Abgleich. So, das war jetzt die erste Methode, wie man das Bild eben so ein bisschen kontrastreicher bekommt und den Weißabgleich anpasst. Ich zeige euch jetzt das Ganze nochmal mit dem Color Picker, was sich da eben jetzt schon getan hat, im Unterschied. Das Ganze sollte jetzt wesentlich besser funktionieren. Ich klicke also jetzt hier auf das Bild, gucke mir das mal an. Und man kann jetzt die Hauttöne schon viel, viel besser und sanfter eben separieren. Das Ganze kann man natürlich noch so ein bisschen besser machen, wenn man sich jetzt hier noch so ein bisschen mehr Zeit nimmt. Aber man kann jetzt so viel, viel besser zum Beispiel Skintones separieren, eben als noch mit dem Blockprofil, was ja irgendwie auch logisch ist. Jetzt zeige ich euch aber noch eine andere Methode, die ein bisschen schneller geht und wo man eben nicht ganz so eine Formelei eben hat, sondern was eben mit wenigen Klicks auch funktioniert. Und zwar funktioniert das mit dem Color Transform Plugin hier direkt in Resolve drin. Dafür geht man hier oben auf OpenFX und drückt dann hier auf Color Space Transform, zieht es dann eben auf eine neue Node drauf. Hier oben kann man dann auswählen, mit welchem Profil man gearbeitet hat, mit welcher Kamera, mit welchem Logprofil. Zum Beispiel habe ich jetzt ja hier mit Canon Cinema Gamut und Canon C-Log3 gearbeitet und wähle dann hier bei dem Output Color Space aus Rec 709. Das ist ja auch der Farbraum, in dem wir uns jetzt hier befinden. Und gehe dann hier wieder auf Rec 709. Ihr seht, das Bild sieht erstmal nicht schön aus. Und zwar sind die Highlights hier komplett ausgebrannt. Normalerweise, wenn man jetzt mit so einer normalen Rec 709 LUT arbeitet, werden die Highlights auch dauerhaft ausgebrannt. Und man könnte nichts mehr daran ändern. Das Schöne mit diesem Color Space Transform Plugin ist eben, dass das eben non-destructively arbeitet. Das heißt, man macht das Footage nicht kaputt, sondern kann eben im Nachhinein trotzdem noch die Highlights eben wieder zurückholen. Dazu öffne ich jetzt eine neue Node und gehe wieder hier auf die Primary Wheels zurück. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Highlights wieder zurückholen möchte, funktioniert das ohne Probleme. Das heißt, die Highlights sind trotzdem noch hier perfekt in diesem Footage drin gespeichert, aber man hat trotzdem ein viel, viel schöneres Bild und kann damit eben viel, viel besser arbeiten. Und das Ganze eben mit weniger Aufwand, als wenn man alles jetzt manuell machen müsste. Weißabgleich und so weiter muss man natürlich trotzdem noch wieder anpassen. Das geht aber ganz genauso wie vorher auch gezeigt und das Ganze eben viel, viel schneller. Was man auch noch machen kann, wenn man jetzt nicht manuell die Highlights wieder zurückholen möchte, ist, dass man jetzt hier bei diesem Color Space Transform Plugin bei Tone Mapping auf Luminance Mapping drückt und dann passiert Folgendes. Überall da, wo die Highlights jetzt ausgebrannt wären, holt er die Highlights eben wieder zurück. Gleiches gilt auch für die ausgebrannten Schatten. Also sollte durch diesen Color Space Transform irgendwas ausbrennen, wird es automatisch wieder ausgeglichen. Und wir haben jetzt hier trotzdem wieder den Vorteil, dass wir einen schöneren Farbraum haben, um damit eben gut die Skintones zum Beispiel zu separieren. Den Weißabgleich passe ich jetzt trotzdem nochmal an und ich mache nochmal so ganz leichte Kontrastanpassungen. Und zwar sind die Schatten mir hier noch ein bisschen zu hell gewesen und so gefällt mir das jetzt auch wieder ganz gut und das Ganze eben auch mit wenig Arbeitsaufwand. Ja, ich hoffe, das Video war hilfreich und hat euch gefallen. Checkt auch gerne mal Jonas' Kanal ab, da findet ihr eben auch noch weitere Teile von dieser DaVinci Resolve Tutorial Reihe und genau, checkt auf jeden Fall auch die Videobeschreibung für den Lernkurs von DVD Lernkurs und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!